Es ist Castlevania Curse of Darkness! Kurse! Die Dunkelheit! Leute, wir können Hector spielen! Habt ihr die Castlevania-Serie geguckt? Hector, der sexy Boy? Den können wir spielen. Und bevor wir anfangen, das Cover, was ihr gerade gesehen habt, ich zeige es euch mal in groß. Es ist so ein sickes Cover. Und Tipsy hat etwas gesagt. Und seitdem, als ich das Cover ihr gezeigt habe und dann gesagt, boah, das Cover ist so sick, hat sie mir etwas gesagt und seitdem kann ich es nicht mehr ungesehen lassen. Ich sehe es immer wieder. Und zwar hier, das Cover. So ein sickes Cover. Sieht so nice aus. Aber, der Kopf, wieso ist er so fucking klein? Das ist der Kopf so fucking klein? Hä? Ich habe das Cover schon so oft gesehen und fand das immer so geil. Und mir ist nie aufgefallen, dass der Kopf irgendwie voll klein ist. Gegenüber dem Körper ist es small. Und ich kann das nicht mehr ignorieren. Das geht nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich dieses Cover ansehe, denke ich mir, what the fuck? Wieso hat er so einen kleinen Kopf? Im Spiel hat er auch nicht so einen kleinen Kopf. Es ist nur auf dem Cover. Im Spiel sieht er ganz normal aus. Mach's mir nicht kaputt. Alles gut. Ja, Curse of the Darkness, Leute. War, glaube ich, das dritte. Nee, ich glaube sogar das vierte. Also, es gab ja auf dem N64 zwei 3D-Teile. Und dann auf der PlayStation 2 2. Und das war das zweite. Ich glaube, der vierte 3D-Teil oder so. Ist generell auch irgendwie super spät gekommen. Ich glaube, sogar zu der Zeit, wo es schon eine PS3 gab, kam das PS2. Also auf jeden Fall eines der letzten PS2-Spiele, die rauskamen. Deshalb sieht das auch recht sick aus gegenüber anderen PS2-Spielen. Ist wie mit HackGU. So ein Ding. Ist ja auch so, dass HackGU recht sick aussieht gegenüber anderen PS2-Teilen, weil es auch sehr, sehr spät auf der PS2 kam. Und hallo, Gamepad? Und so ist es halt auch jetzt hier bei Curse of Darkness, dass es besonders nice aussieht, obwohl es eigentlich schon eigentlich immer noch PS2 ist, ne? Und ja, wir gehen rein da, Leute. Hector Boy, Mann. Wie gesagt, wenn ihr die Serie geschaut habt auf Netflix und Hector cool fandet, dann wird das vielleicht ganz cool. Hier geht es um Hector und Isaac. Wobei, in der Serie wurden ja Hector und Isaac ein bisschen anders porträtiert. Sie wurden ja nicht als Feinde dargestellt. Aber im Spiel an sich oder generell in der Castlevania, in den Castlevania-Spielen an sich, ist ja Hector und Isaac übelste Feinde, ne? Weil, ich glaube, Isaac ist auch der Endboss oder so, weil Isaac ja irgendwie irgendwas mit Hector angetan hat, irgendwie seine Familie umgebracht hat oder sonst was. Und deshalb jagt ja irgendwie Hector, will irgendwie Rache haben oder sowas von Isaac. Aber bei in der Castlevania-Serie sind ja Hector und Isaac sogar ja Kollegen eine Zeit lang, ne? Sie arbeiten ja beide für Dracula, sind ja beide diese Schmiedemeister, die so Dämonen beschwören können und so weiter. Das ist ja auch, glaube ich, in dem Spiel so eines der Elemente von dem Boy. Oder halt eines der Main-Gameplay-Elemente von Hector. Er ist halt ein Schmiedemeister, sprich, er kann Dämonen beschwören. Und ja. Der Typ war ein Protagonist. Ja, hier in dem Spiel, ja. Das ist das einzige, ich glaube, das ist das einzige Spiel, wo er ein Protagonist ist, oder? Oder generell kam er, glaube ich, hier zum ersten Mal zum Vorschein. Hector und Isaac. Nein, bitte, ich bin, hallo, nein. Fand es sogar okay. Ja, das war der letzte 3D-Teil, glaube ich, bevor es losging mit dem Reboot. Lords of Shadows und so, ne? Das Intro-Video ist auch so sick. Kommt das gleich, Johannes, wenn ich neues Spiel drücke? Ich habe das kurz gespielt, aber ich habe alles geskippt. Deshalb weiß ich gar nicht, ob das so eine Cutscene ist, die nur kommt, wenn man das Spiel startet, oder ob generell beim neuen Spiel die Cutscene kommt.
Alle 3D-Teile nach dem waren Shit. Also Lords of the Shadows war okay. Es ist halt ein God of War-Spiel. Es war halt weird von der Story her. Sie haben halt kompletten Reboot gemacht. Sie haben einen neuen Belmont gemacht. Der Belmont ist auch dann Dracula und so weiter. Aber spielerisch war es okay. Es war halt ein God of War. Ich glaube nicht. Da musst du im Menü warten. Okay, dann gucken wir uns das die Cutscene an. Die davor waren auch Shit. N64. Ja, auf N64 gab es 2 Castlevanias. Das ist einfach das Castlevania N64 und dann gab es noch Castlevania. Irgendwas auch mit Darkness. Hector! Isaac! Isaac hat bei mir hier keine Glatze, Leute. Wie im Anime. Im Netflix-Serie. The Darkness of Darkness. Wobei, es gab noch Castlevania Judgment, Leute. Das war auch ein 3D-Teil, ne? Und das war auf der Wii. Das kam, glaube ich, sogar noch nach dem Teil, ne? Oh, das war ein Fighter. Oh, okay. Ich dachte, das war noch ein richtiges Spiel. Okay. Ich kenne nur dieses Artwork, das so aussieht wie Azuras Wrath. Also von Judgment. Aber ich wusste nicht, dass es ein Fighter ist. Okay, let's go. Neues Spiel, Leute. Da stand es unten 2006. Und ich glaube, 2006 kam auch die PS3, ne? Oder kam die 2007? Ich glaube, 2006 kam die PS3. Spielt sich auch wie Azuras Wrath, to be honest. Ah, oh, okay. Name eingeben. Ja, ich bin doch der gute Hector, Leute. Ich bin doch der gute Hector. Hector, ja. Also Hector zur Netflix-Serie sieht schon sehr ähnlich aus von der Rüstung und so weiter. Aber Isaac sieht ja komplett anders aus. Isaac ist ja, hat dunkle Haut in dem Anime-Serie, in Netflix-Serie, hat eine Glatze, trägt weiße Klamotten und so weiter. Hier ist Isaac halbnackt, komplett tätowiert, rote Haare, weißer als fucking ich. Hector. Das Cover vom Castlevania Fighting Game ist vom Death Note Zeichner. Oh, stimmt, der Charakter sieht ja sogar auch ein bisschen aus wie Light Yagami, ne? Der hat auch diese Frisur. Irgendwie so, ne? Tipsy ist gar nicht hier, Moritz. Der Simulator. 1476, Palatia. A great war raged between Dracula and humanity. Just when it seemed that there was no hope for mankind to prevail, out of the darkness and despair, a champion arose. A true-blooded vampire hunter. Yeah, Trevor Belmont. Trevor Belmont. Belmont and his comrades triumphantly slew Lord Dracula. A truly glorious victory for all. However, the Evil One did not pass from this world in silence. With his final words, Lord Dracula left a demonic curse that enshrouded all of Europe in misery and torment. Ravaged by hideous plague and dire famine, the people's hearts turned black and murderous. The weak were slain without pity. While the land sind in der Netflix-Serie auch 3 Jahre vergangen, als Dracula gestorben ist? Da gab es ja auch so einen kleinen Timeskip. 3 years have passed since the death of Lord Dracula and the invocation of Dracula's curse. 1476, der ist Chat gefallen. Ja, das ist Crusader Kings 3 Lore. Ist auf Judgment Cover nicht Alucard? Nee, das ist doch irgendein Rotschock. Mit so komischen Faustwaffen oder so. Show yourself, Isaac! I know you're here! Ja, die Stimme ist nice.
Victor, is that you? I finally tracked you down. You tracked me down. I was the one who lured you here. Isaac, Alter. Hector, the fool who betrayed our Lord Dracula. That matters not. I've come to exact my revenge upon you. For the death of Rosalie! Okay, jetzt sind eine Frau oder so getötet. And how will you have this revenge? When you are utterly at my mercy, you relinquished your powers. You couldn't even protect your own woman. Ist das, by the way, Weiss Stimme? To defeat me? Lord Dracula is gone, but his powers are still here in Valacia. Even you must realize. Devil forging. Indeed, with this. Ich habe den Namen wieder vergessen von Weiss Synchronsprechern. Of arts. A wisp of conjured matter can be transformed into a hellish devil. There are but two humans who possess this magnificent power. You and I. Yes. To our lasting shame. But I Liam O'Brien, genau. Never again will I use it. Ist der, hast du gegoogelt? You will, okay. Hector, and soon you have no choice. Without it, I could crush you in an instant. But that wouldn't be very satisfying, now would it? You deserve a most gruesome fate for the humiliation you brought upon me 3 years ago. Bereft of the power of devil forging, you cannot hope to pursue me. That is why you will reclaim your powers and thence follow where I lead you. But in the end, the glorious vengeance you seek will not be yours. It will be mine. Also da haben sie wirklich in der Netflix-Serie komplett rebootet, den Isaac. Er ist ja nicht nur optisch komplett anders, sondern auch vom Charakter so komplett anders. So be it. I must descend into darkness and reclaim that accursed power once more. Hier ist es ein typischer Anime-Joker-Bösewicht. Heed my words. I will hunt you down like the beast you are. Und seine Stimme ist, by the way, die Stimme von Azuras Wrath, der Ninja Boy. Ich hab den Ninja Boy vergessen. Yeah, Leute, Banger Time. Da ist er, Hector. Hectors Design ist halt echt cool. Ich fand Isaac in der Serie richtig gut. Ja, ich mochte Isaac auch. Yasha, genau. Ich glaube, er hat Yashas Stimme. Isaac ist Liam O'Brien, ja. Ja, hier ist sein Kopf normal. Ist nicht so klein. Also ich glaube, das ist nicht der Kopf das Problem, sondern auf dem Artwork ist die Brust einfach von ihm und die Schultern so riesig gemalt. Hier sieht er gar nicht so buff aus wie auf dem Cover, ne? Isaac in der Serie ist eher nachdenklich, nach dem Sinn in seinem Leben suchen. Ja, er ist ja, nachdem Dracula stirbt, versucht er sich ja quasi neu zu finden. Yeah, ganz edgy gehen. Ja, by the way, ich habe ein Schwert, Leute. Ich kann ganz normal Schwert-Kombo ballern. Und hab noch zwei, also ich habe drei Kombos. Ich kann einfach die Basic-Kombo. Das ist die Basic-Kombo. Dann haben wir die Kombo hier. Dann wirft er sein Schwert dabei. Und dann haben wir noch so ein Spin-Kombo. Hab ich jetzt nicht hingekriegt. Hier. So eine Spin-Kombo. Yeah. Und ich kann, Leute, dodgen. Warte, wie ging das nochmal? Oder ich lerne das, glaube ich, gleich noch. Ich kann es noch nicht, okay. Ich kann aber so Saltos dodgen. Gedenkticket! Warp den Anwender sofort zum letzten Speicherpunkt. Okay. Hier ist, glaube ich, sogar ein Speicherpunkt, ne? Ich glaube, der Pfeil auf dem Boden zeigt immer, jo. Das ist der Speicherpunkt. Ja, Mann, speichern ist hier richtig sick, Leute.
Auf den Cover hat er die Jacke von seinem großen Bruder getragen. Ja, ich glaube auch. Die Serie war so sick. Schaut mal mein Banner hier auf Twitch, oder was meinst du? Oh, das ist Hector, oder? wie gesagt, eine seiner Main-Mechaniken ist halt, dass er beschwören kann. Und er kann auch diese Dämonen dann leveln und die verwandeln sich auch. So Pokémon sammeln, Leute. Aber wir haben noch keins, wir kriegen gleich das erste. Wie gesagt, er hat ja seit drei Jahren, also nachdem halt Dracula besiegt wurde, weil er und Isaac waren halt so die Teufelsschmieden von Dracula, waren seine Generäle. Und nachdem Dracula halt gestorben ist, hat er halt mit der Scheiße aufgehört. Isaac hat ihn, glaube ich, so quasi als Verräter angesehen und hat danach seine Frau getötet, wie es aussieht. Ja, jetzt kriege ich den Dodge, Leute. Ja, jetzt kann ich dodgen. Baba! Und jetzt kommt halt Isaac wieder zurück, Hector kommt wieder zurück und sagt, yo, du hast meine Geile getötet? Bra! Ich werde wieder Teufel beschwören. Oder so. Hat echt so ein bisschen Symphony of the Night Feelings ab und zu. Ist das überhaupt Metroidvania? Oder ist das einfach nur ein Action-Adventure? Das, was ich halt bisher gesehen hatte, hat halt noch nichts mit Metroidvania zu tun gehabt. Melly, hey, danke für 8 Monate. Ich gehe jetzt Pizza essen. Jo, guten. Vor allem in der Serie, kämpft er überhaupt Hector irgendwie mit einer Waffe? Nee, ne? Hat Hector einen abgeschnittenen Finger? Nee, ne, er hat alle Finger. Er hatte ja nur das Messer, oder? Ich kann mich gar nicht erinnern, ob er überhaupt großartig gekämpft hatte. Action-Adventure mit ab und zu kleinem Backtrack. Okay. Aber Musik ist halt Castlevania, ne? Was weird ist bei den Kombos, wenn ich einfach nur Viereck spamme, macht er nach dem Combo-Abschluss immer den hier. Und währenddessen kann ich keine neue Combo starten. Ich muss das warten, abwarten. Außer ich kann das halt canceln mit Laufen. Und dann kann ich es canceln. Ansonsten, ich kann nicht stehen und Viereck einfach spammen. Er bleibt immer stehen und macht seine coole Bewegung. Ja, auch wenn du Kombos machst, bleibt er trotzdem stehen. Ich weiß nicht, ob später, wenn ich dann neue Kombos bekomme, ob sich das dann ändert. Aber auch wenn ich halt Kreiskombos mache, nach dem Combo-Abschluss bleibt er immer stehen und macht diese Animation. Außer ich bewege mich halt, wie gesagt. Hier, Kreis-Combo. Und jetzt bleibe ich stehen. Und ich habe die ganze Zeit Viereck gedrückt. Geht nicht. Außer ich laufe. Dann bricht es ab. Ach ja, und ich habe einen Doppeljump, Leute. Ha, ha. Ich kann sogar in der Luft zur Seite, ja. Dodge Roll ist kinda weird, weil ich muss halt R1 halten, damit er halt so in diese Kampfposition geht. Ne? So, und während ich in dieser Kampfposition bin, muss ich halt links, rechts, nach vorne, nach hinten drücken und gleichzeitig X, damit er halt die Dodge Rolls macht. Ne? So, aber wenn ich halt in Kampfposition bin, kann ich keine Kombos machen. Ich kann nur das hier machen. Das ist weird. Das heißt, wenn ich am Kämpfen bin, meine Kombos am Ballern bin und dann dodgen will,
dann muss ich zwei Knöpfe und eine Richtungsangabe drücken. Ich mache eine Kombo und dann hoppa, muss ich drei Knöpfe quasi drücken. Super weird. Ist einfach wie die Story der Serie oder eine andere? Nee, ist ein bisschen anders. Weil Isaac ist hier, hat Hectors Frau umgebracht und ist der Antagonist dieses Spiels und so weiter. Ist ja in der Serie nicht so. Aber die Origin ist halt die gleiche. Es waren früher Generäle, die Schmieden von Dracula. Dracula ist gestorben, ein paar Jahre sind vergangen und die haben halt ihr Leben gelebt. Karte vom verlorenen Schloss. Yeah. Ich meine, vielleicht kommt ja später noch irgendwas. Also wenn ich halt in Kampfposition gehe, kommen vielleicht noch irgendwelche Dinge. Aber ich kann halt wirklich in Kampfposition, kann ich nur diesen einen Angriff machen. Mehr nicht. Das Spiel hat auch ab und zu an fucking Dark Souls erinnert. Dark Souls ist überall. Sogar als es noch Dark Souls noch gar nicht gab. Dark Souls ist überall. Glaub mir, das wird schon gut gehen. Ne, es ist okay. Also die Sachen, die ich gerade gesagt habe, die ein bisschen weird sind, die stören an sich gar nicht so schlimm. Hey, Goldhamster. Yeah, habt ihr den Dodge gesehen? Der war legendär, oder? Ha! Autsch. Okay, No-Hit vorbei, Leute. Okay, No-Hit vorbei. Level up! Dieses Level up, Level-Up-Animation. Einfach genau 1:1 die aus Symphony of the Night. Alter, eine Reisschale! Gibt's ja eigentlich Wall-Chickens und so? Ich glaube, hier so Dingens, Flammen kann ich kaputt machen. So typisch, das ist ja so eines der immer wiederkehrenden Elemente in Castlevania. Immer so Flammen, Feuerchen kaputt machen, Kerzen kaputt machen. Also ich glaube, ich kann das noch nicht. Ich muss erst, glaube ich, hoch. So wie Elden Ring auch schon immer existierte, ja. Wahrscheinlich ein Air-Combo-Starter. Er springt ja dabei nicht hoch. Und wenn ich halt dabei Sprungtaste drücke, macht er auch den hier. Und Air-Combo habe ich bisher auch noch nicht so wirklich. Ich kann halt nur... Ich falle halt einfach straight. Vielleicht brauche ich Hitbox in der Luft, damit ich in der Luft bleibe beim Ding als Angriff. Oder es kommt vielleicht noch was. Lasst uns schmieden! How conscientious of him. He carved the instructions into stone along with the most difficult visualization. So, that's how badly he wants me to regain my powers. Very well. Heed my words, O great powers of darkness! Released the tortured souls. Let me infuse him with my life force and awaken him to the world of the living! Immaculate being, appear before me now! Unser erstes Pokémon, Leute! Ja, das Typ fehlt. Well, well. Devil forging, isn't it? Never seen that before. Quite impressive. It's enough to make your blood run. Das ist der eigentliche Isaac. Who are you? Oh, my apologies. Ich bin Isaac aus der Netflix Serie. I go by Zed. I'm here for one purpose only, to purify this land of the pestilent curse which infects it. I see. You on the other hand are pursuing the other Devil Forge Master, are you not? The one you seek fled toward the chapel on the other side of the mountain. He made his escape through the back of the castle. What concern is this to you? He is the one protecting the curse. Ergo, he is an impediment to me and to all those who abide in this land. I see. Very well. I, Hector, thank you for your help.
Now, if you'll forgive me, I must be on my way. Ich, Hector, sage danke. Danke. Eine Babyfee! Ich kann sie sogar Namen geben. Sie sieht aus wie ein Schmetterling, Leute. Aber sie ist weiblich. Deshalb nennen wir sie... Pauline. Ja. Yeah. So, Unschuldsteufel. Unschuldsteufel UT. Wie heißen die im Englischen? Paulana. Sind mystische, unbefleckte Intime, die von Teufelsschmiedmeistern erschaffen wurden. Unschuldsteufel sind ihrem Schöpfer gegenüber absolut loyal. Beschworene UT können Hectors Status verbessern. Statusverbesserungen werden im Statusbildschirm angezeigt. Unschuldsteufel ziehen Energie aus Herzen. Wenn sie getroffen werden oder eine Spezialfähigkeit einsetzen, nimmt ihre Herzensenergie ab. Verlieren sie alle Herzen, werden die UT zu Seelen. Sie schweben dann um Hector herum. Wenn Hector genügend Herzen sammelt, können die UT wieder Körper erhalten. Unschuldsteufel sind unsterblich. Yeah. Und Unschuldsteufel gewinnen wie Hector im Kampf gegen Feinde Erfahrungspunkte und damit Level. Wenn ein Feind von Hector oder dem UT besiegt wird, erhalten Hector und sein UT Erfahrungspunkte. Ein UT muss jedoch beschworen werden, um Erfahrungspunkte zu erhalten. Für mehr Erfolge müssen Hector und seine Unschuldsteufel höhere Level erklimmen. Yeah, und dann kann ich ihn noch kontrollieren. Im automatisch handelt der UT eigenständig. Im automatisch bestimmt der UT selbst seine Angriffsstrategie und den Einsatz von Spezialfähigkeiten. Im Befehl steuert Hector den UT. Im Befehl bleibt der UT nah bei Hector und zielt auf denselben Feind, den auch Hector angreift. In diesem Modus nutzen Unschuldsteufel nur auf Anweisung Spezialfähigkeiten, die Herzen benötigen. Um die Spezialfähigkeit eines UTs zu verwenden, wähle diese mit der linken oder rechten Richtungstaste und drücke dann die Fähigkeitstaste. Ich weiß nicht, was die Fähigkeitstaste ist. Vielleicht Dreieck oder so, weil Dreieck bisher noch nicht belegt ist. Okay. Schwebt um den Spieler herum, kann Schatzkisten öffnen, kann außerdem TP wiederherstellen und Statuspunkte heilen. Ja, das ist die Pauline. Dreieck, ja, okay. Ja, ich gehe auf jeden Fall auf Befehl. Und jetzt könnte ich theoretisch doch... Da, heilen, Level 1. Ja, 20. Cute. Hear my words, creature of darkness, come to this world. Eine kleine Fee. So, und jetzt kann sie für mich auch Kisten öffnen. Irgendwie. Okay. Wir haben da was drin. Drachenwappen. Ein Zier aus einem geschnitzten Drachenknochen. Sieht aus, als ob sie irgendwo hineinpeist. Dann, das sind Schlüssel, ne? Ich konnte am Anfang zwei Wege gehen. Und jetzt gehen wir zu dem anderen Weg. Oh, ich habe also eine Heilung eingesetzt. Und ja, das Sicke ist halt nicht nur, dass sie Fähigkeiten haben und auch angreifen, sondern dass sie halt auch so Dingens geben. Stats, zum Beispiel Stärke, Verteidigung und so. Ich weiß gar nicht, was die Fee jetzt gibt. Wo steht das? Bin gerade Ausrüstung. Ich finde das bestimmt gleich. Sie geben Kartoffelstärke, zum Beispiel. Hier, R1. Da. Glück! Die Fee gibt mir ein Glück. Ja. Yo, ciao, Greenhawk. Wie das Koppeln in Final Fantasy 8, habe ich recht? Oh, ich bin falsch gelaufen. Genau das, Johannes. Und Final Fantasy 8 ist ein wundervolles Spiel. Also kann das ja auch nur ein wundervolles Spiel sein, oder? Ich habe auch den einzigen 3D-Teil von Castlevania, den ich gespielt habe, ist auch nur Lords of Shadows. Ich wollte immer die PS2-Teile nachholen, weil die wohl ganz nett sein sollen.
Habe ich aber nie gemacht. Aber jetzt bin ich da und kann es wenigstens testen. Das mit dem, ich bin falsch gelaufen, wird noch so oft passieren. Ja, weil halt der Raum sah halt komplett alle Richtungen, also beide Türen sahen halt komplett gleich aus. Und dann drehst du dich einmal zu viel und dann bist du verwirrt. Wo kam ich jetzt her? Jetzt bist du glücklicher, ja. Jetzt krieg ich bestimmt sicken Loot. Mit dem Lackwert. Wer das denn von euch alles gespielt, dieses Spiel? Die hat hinten, die Fee hat so hinten am Arsch einen übelst weirden Kristall, Alter. Dass sie nicht irgendwie aussieht wie eine Fee, sondern wie so ein Insekt. Aber da sind so Pfeile vor den Türen, die dir zeigen, wo du herkommst und wo du hingehen kannst, kleiner Tipp. Ja, die Pfeile sind doch an jeder Tür, oder nicht? Hier zum Beispiel sind weiße Pfeile. Und hier beim Speichern sind, da hinten sind auch weiße Pfeile. Ich gehe mal gleich rein, aber gucke ich mal, ob die Pfeile anders aussehen. Hinter mir. Warte, ich töte erstmal die Gegner. Papa! Papa! In meiner Jugendzeit haben wir das über Monate gespielt, deswegen ist gerade pure Nostalgie. Cute. Ah! Hier. Die Pfeile zeigen die andere Richtung. Okay. Ich finde auch, sein Logo auf dem Rücken gibt mir so übelste Final Fantasy 8 Vibes. Es gibt in Final Fantasy 8 so ein ähnliches Logo. Und Smelly, hey, danke für 10 Monate. Hi. Ja, ja, bei dir, Venox und Johannes, weiß ich ja, dass ihr das gespielt habt. Aber ich meine generell im Chat. Nee, nee, das ist so, es gibt ja solche, der Kristall sieht halt echt weird aus. Aber es gibt ja so Insekten, die haben hinten so einen riesigen Ding, Alter. So Bienenköniginnen oder so. Ich hab Final Fantasy 8 gehört? Leute, wann Final Fantasy 8 Bingo? Das wäre eigentlich ganz cool. Also ich wollte ja mal Final Fantasy 8 streamen. Wenn... Nein, ich wollte nicht wieder zurück. Ich wollte ja Final Fantasy 8 streamen, wenn die Grafikmods fertig sind, endlich. Die schon seit einem halben Jahr irgendwie in Testphase sind, aber immer noch nicht gekommen sind. Wollte ich ja streamen. Aber dachte mir, hey, das Spiel ist ja recht lang und wahrscheinlich für den einen oder anderen nicht wirklich interessant, weil es halt ein JRPG ist und JRPGs zu streamen ist immer ein bisschen schwierig. Deshalb kann ich ja theoretisch, wenn die Mods fertig sind, nicht das ganze Spiel streamen, sondern einfach Bingo. Dann haben wir geilen Bingo-Content und trotzdem Final Fantasy 8. Tu mir nicht sowas an. Wieso? Also ich weiß, warum ich morgen vermutlich Final Fantasy-Content sehe. Könnte es sein, dass das vielleicht sogar gerandomized wird, da wo es gesehen werden könnte nächsten Morgen? Wolltest du das nicht Sonntag machen? Vielleicht.
Ich habe in meiner PS2-Zeit viel Zeit mit Final Fantasy X und God of War verbracht. Ich hatte nie eine richtige PS2-Zeit. Und das ist sehr schade. Meine PS2-Zeit bestand daraus, GameCube zu spielen. Alle neue Gegner! Ich habe auch so den Heilung eingesetzt. Ja, morgen kommt ja Final Fantasy XIV Early Access. Also Endwalker. Ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr spielen. Fucking Final Fantasy XIV Wind Waker. Oder ein Langzeitprojekt. Jede Woche ein oder zwei FF8-Streams. Dann haben wir ganz lange... Na, wenn ich das jede Woche mache, dann nimmt das ja nie ein Ende. Wenn, dann halt so schnell wie möglich am Stück durchballern. Oder halt Bingo! Für Bingo muss ich auch nur CD1 spielen. Yo! Yo, habe ich gerade eine neue Combo gehabt? Oder was war das gerade? Nee, ne? Sah nur so aus. Musik ist halt einfach Banger. Fähigkeit Bestien. Bestien enthält Informationen zu Monstern, mit denen Hector gekämpft hat. Wähle die Option in der Statusanzeige, um darin zu lesen. Für jedes neue Monster, dem Hector... Ah, okay. So eine Monster-Enzyklopädie. Skelett. Ja, menschliche Knochen, die durch böse Magie erweckt wurden. Langsam, aber mordsgefährlich. Ich habe jetzt schon 99 davon besiegt? Ein Abscheulichkeit aus unzähligen Leichnam zerschmettert alles in Reichweite mit einem Hammer. Wäre für einen Final Fantasy Marathon, um deine Streamkarriere komplett umzubringen. War damals so verwirrt als Kind, dass es einfach 4 CDs für Final Fantasy 8 gab. Ja, ich war auch sehr verwirrt. Vor allem, weil ich für CD 1 Monate gebraucht habe. Wenn ich sogar über ein Jahr gebraucht habe. Nur um dann am Ende einfach diese Nachricht zu bekommen. Oh, steck nochmal CD 2 ein. Bruh, ich hab nur eine. Hey, Catbus Driver. Oha, neue Gegner. Die sehen ja gruselig aus. Das sind die aus Dark Souls 2, Mann. Aus diesen fucking... Wenn man auf dem Weg ist zu Vanguard. Nicht Vanguard. Der andere mit V. Ich hab vergessen, wie der hieß. Vendrick! Nee. Wie heißt denn der Typ, der... Doch, Vendrick. Nee, warte. Fuck, wie heißt der nochmal? Der mit der Keule. Ich habe seinen Namen vergessen. Es ist ein PS2-Spiel, ja. Ich habe zwei. Achso, ich habe Speicherpunkt. Fatih Vidya. Nee, nicht der. Hat der überhaupt einen Namen gehabt? Ich hab den Namen vergessen. Nee, nicht Stefan. Ich hab vergessen, wie der heißt. Wellstead! Ja! Genau! Auf dem Weg zu Wellstead kommen ja diese Gräber, und sobald du ein Grab kaputt machst, wird... Ne, nicht Grab kaputt machst, sondern sobald du eine Glocke kaputt machst,
die man angreift, weil man sie mal aus Versehen angreift. Dann kommen immer so fucking Geister. So sehen die aus. Ich kenne einen mit der Keule und das ist Kane aus Legacy of Kane Blood Omen. Aber sind die weiß, oder? Ja, die sind irgendwie so grau. Auch so graue, graublaue Kutten oder so, glaube ich. Selectus Karte. Ah. Ich habe da so einen Raum verpasst. Da war bestimmt eine legendäre Waffe drin. Ich habe immer Angst, verschiedene Singleplayer-Spiele gleichzeitig zu spielen, weil ich die Story vergesse. Wie machst du das? Ich spiele nicht so viele gleichzeitig. Momentan spiele ich eigentlich nur Shin Megami Tensei 5. Okay, hier ist ein Secret. Mittlerweile habe ich die Story von SnowRunner vergessen. Okay. Ich laufe jetzt eine Runde. Dann kann ich gleich zu der Sackgasse einmal hin. Ich kam von da. Rot ist dann wahrscheinlich Speicherpunkt, ne? Bonusrunde! So, und hier ist die Sackgasse. Da kriegen wir bestimmt einen Fenrir. Oder? Gib mir einen Fenrir. Nicht der schöne Wein! Muss alle kaputt machen. Aluminiumni! Sehr leichtes Metall. Alchemisten benutzen es sonst nur wenig bekannt. Achso, das ist ein Komma. Sonst nur wenig bekannt. Für leichte Ausrüstung. Ah, okay. Kann ich Rüstungen craften? Oder ist das ein Item zum Equippen? Kupf? Nichts. Rüstung nichts. Zubehör nichts. Zubehör nichts, okay. Griechischer Wein! Komm, schenk doch ein. Ich kann dieses Lied nicht mehr. Ich kann dieses Lied nicht mehr in meinem Kopf trennen von Jeremy Fragrance. Es geht einfach nicht mehr. Sobald ich dieses Lied im Kopf habe, denke ich direkt an Jeremy. Hoppa! Gibt es eigentlich so einen Dash-Schlag? Hoppa! Nee. Moment, was ich auch probieren wollte, ist, ob das so ein Aerial-Combo-Starter ist, aber sieht nicht so aus. Nee. Auch wenn ich früher loslasse, wenn ich länger halte, nee. Bin Agilik! Und willkommen zu Jackass. Dreau, 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 dreau. Was geht ab, Luigi? Das ist eine Boss-Arena, Leute. Und Catbus Driver, Dankeschön für den Prime-Sub, Mann.
So, auf geht's zum ersten Bosskampf. Oha, Geld. Ja, yeah, Level up. Wann entwickelt sich Pixie? Gibt's da, ist das einfach automatisch nach einem Level oder ist das später eine Mechanik, die noch dazu kommt, dass ich irgendwie in einem Schrein oder sowas selber machen muss? Ich hab's geschafft. Dann ist der geht ab. Hast du Donnerstag? Kommt er immer erst 17 Uhr nach Hause? Ah. Oh. Ah. Oh. Hättest du mir vielleicht vorher sagen sollen. Machst du eigentlich irgendwas beruflich? Du bist gerade bei meinem Job am Start. Du kannst mir dabei zuschauen, wie ich arbeite. Waffen kombinieren. Durch Kombinieren von verschiedenen Materialien lassen sich neue Waffen und Rüstungen erschaffen. Der Befehl zum Kombin wird im Statusbildschirm aufgerufen. Das Kombinieren ist jederzeit möglich. Je besser Waffe und Rüstung werden, desto mehr Kombinationen sind möglich. Neu entdeckte Materialien werden in der Kombinationsliste angezeigt, wenn sie sich kombinieren lassen. Im Bestiarium wird außerdem angezeigt, welche Monster bestimmte Materialien besitzen. Ah, okay. Grinden! Sie will mir irgendwas sagen. Hier ist irgendwas. Soll ich die Säule kaputt machen? Ah. Aber Medienmenschen arbeiten ja nicht wirklich. Ja, weil sie Spaß haben. Und wenn man Spaß hat, ist es kein Job mehr. Alles andere macht keinen Spaß. So, Kombiniten. Schwert, Axt. Nummer 30. Ich brauche 8 wilde Erinnerungen. Ne, eine wilde Erinnerung brauche ich. Okay, was haben wir noch? Ich kann ein neues Schwert craften. Moment, da steht Angriff 10. Axt. Steht nichts dabei. Knöchel. Aluminium und Bronze. Schlagring. Ah, das sind Fledermäuse. Kopfbedeckung kann ich craften. Ja, let's go. Alter! Lederkappe. Weiche Lederrüstung. Ja, gucken wir uns mal kurz die Waffen an. Schlagringe. Ist schwächer. Metallwaffe verstärkt Faustschläge. Einfach in Anwendung und Herstellung. Nicht sehr stark. Okay. Ba, 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 ba. Oha. Alter. Oha. Ja. Also, sickes Moveset und so. Aber ich glaube, ist für außerhalb von Bosskämpfen wahrscheinlich gar nicht so sick, ne? Weil ich kämpfe ja meistens gegen mehrere Monster auf einmal. Evo-Kristall! Hier! Einige Monster lassen, wenn sie besiegt wurden, Evo-Kristalle fallen, mit denen sich UT weiterentwickeln können. Och, jetzt haben die schon gespoilert, wie Pauline aussehen wird. Sammle eine bestimmte Menge Evo-Kristalle und gebe sie einem UT, um dessen Form zu ändern. Es gibt verschiedene Evo-Kristalle. Der Typ, den die Monster hinterlassen, richtet nach der Waffe, die Hector benutzt. Oh, okay. Die Entwicklung des UT verläuft also mit Kristallen aus einem Schwertkampf anders als mit Kristallen aus einem Axtkampf. Oder? Ich bekomme keine Mail. Schon wieder nicht, Tipsy? Wow. Hey, Clashy. Ihr weihnachtlichen Zimtschnecken, hey. Gönjamin, es geht ab.
Über was redest du, Lugi? Die wollen mich, glaube ich, nicht haben. Ja, aber das ist doch nur ein kleines Gespräch. Die kennen dich doch noch gar nicht. Wieso sollen die dich dann nicht haben wollen? Während ein OT kämpft, lässt sich das Erscheinen von Evo-Kristallen verhindern. Der OT kann dann in seiner aktuellen Form einen Level aufsteigen. Wähle dazu im Beschwörungsbildschirm dein OT und schalte das Erzeugen von Evo-Kristallen ein oder aus. Okay, wieso soll ich das ausmachen? Sollte ich das ausmachen? Da, heißt es jetzt an oder aus? Das ist aus wahrscheinlich, ne? Das ist an. Vielleicht, dass man dann nicht einen aus Versehen in eine Richtung entwickelt, den man gar nicht haben will? Was eine hässliche Axt. Ach, das ist wahrscheinlich das gleiche Schwert, oder? Ja, das ist das gleiche Schwert. Garno. Ich mach YouTube. Ich habe 2 neue Kanäle. Lugi hat schon gepostet. Über deine krasse Faustkampfattacke so. Es gibt einen weirden Stream mit der Faustkampfattacke? Was? Hector Höhlenmensch! Hector wütend! Einfach Schwert-Kombo. Also, es ist einfach Schwert-Kombo. Also ich denke mal, ich könnte so theoretisch, wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ich die Pixie in... kommt darauf an, welche Kristalle ich für sie sammle, verwandelt sie sich in diese Richtung, oder was? Ja, okay. Hab heute zum ersten Mal einen Asterix und Obelix-Film geschaut, der Kleopatra-Film damals, 69. Wie kamst du dazu, so einen alten Schinken rauszuholen? Ich wollte irgendeinen Joke machen mit wilder Erinnerung und dann halt, keine Ahnung, den Titan Souls No Death Stream oder so. Ah, okay. Haben denn die Kristalle irgendeinen bestimmten Stat? Also zum Beispiel, wenn jetzt ich... Wahrscheinlich, wenn ich einen Teufel auf Rot trainiere, wird er wahrscheinlich eher Angriff haben, ne? Oder sowas. Oder ist es einfach nur random? Also, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Nicht random, sondern dass es da gar keinen Zusammenhang gibt. Bronze! Weil Leute mich weird nannten, weil ich nie Asterix und Obelix geschaut habe. Leute nannten dich weird, weil du einen Film von 1969 nicht kennst? Da ist Wild Chicken! Ja, 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 ja. Oh, der hat... Ich kann damit eine Aerial-Kombo machen. Oder so. Yeah!
Alter, sick. Sickeroni, Alter. Wann kommt der erste Boss? Gib mir einen Bosskampf. Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Oder das ist, glaube ich, wahrscheinlich eher nur Etagenwechsel ist. Ba, 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 ba. Ich habe also eine Heilung eingesetzt. Der Spin ist sick. Ra. Ra. Wie sie einfach stehen, nichts machen teilweise. Komplett verwirrt, wo ich überhaupt stehe. Yeah, ich habe die Castlevania-Serie gesehen. Das ist gerade Hector aus der Serie. Der Teufelsschmied. Von Dracula. Der sich später den Finger abschneidet. Die Map ist so hässlich. Hä? Das ist eine ganz normale, simple Map halt. Mann, ich drücke immer Dreieck. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie aus Devil May Cry rübergeschwappt ist. Aber man macht da ja mit Dreieckangriffe. Es sind langsame Zombies und du hoppst da rum, als hättest du 3 Flaschen Cola getrunken. Ja, aber wie wir so lang so stehen so. Ich wurde gerade beschworen, um zu kämpfen. Wo ist mein Feind? So sind die, Alter. Oh, sick. Neue Musik. Jetzt geht's ab. Endkampf. Kann ich nicht in das gelbe Zeug rein? Nee. Wow, lol, neue Gegner. Jo, wie schnell die sind. Schnell. Mann, ich hab wieder Dreieck gedrückt. Ja. Yeah. Bah. Der Windschlag. Brrra, Pirouette. Windschlag. Ey, ey, chill, bruh. Trifft die schnellen Gegner nicht. Oh, die können sogar blocken. Pirouette. Windschlag. Windschlag. Wieso halten die auf einmal so viel aus? Wo ist er? Komm her, bruh. Komm her, bruh. Jo. Die ist ja voll hochgeflogen. Okay, tot. Pirouette! Nee, das war das andere. Den will ich öfters einsetzen, aber ich vergesse immer, wo der war. Okay. 1, 2, 3. Dann kommt Pirouette. 1, 2, kommt Wind. 1. Okay. Und der andere dann wahrscheinlich ab 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Schalte die 4 doch auf automatisch, dann kannst du Dreieck drücken, wie du willst, glaube ich. Ja, aber sie soll ja das angreifen, was ich angreife. Kann sie überhaupt angreifen? Habt ihr eigentlich einen geilen Adventskalender? Ja, das ist hier gerade ein Adventskalender. Das Spiel hier. Das war hinter dem heutigen Türchen. Als ob das Spiel noch schwer wird. Also sie kann wirklich nicht an... Okay, ich dachte, jeder Dämon greift halt an. Jeder Unschuldsteufel greift an. Aber dann haben sie halt ihre Spezialfähigkeiten. Und ihre Spezialfähigkeit ist halt Kisten öffnen und heilen. Wilde Erinnerungen.
Aber dass sie halt trotzdem ein bisschen kämpfen kann oder so. Dieses Kotzen ist so nervig, ne? Dann stehen die noch in der Kotze und bewegen sich halt nicht raus, weil sie so langsam sind. Evo-Kristall! Wahrscheinlich gehe ich gerade zu einem Special-Ausgang. East Winters, dankeschön für 13 Monate, Mann. Hi. Wahrscheinlich gehe ich gleich zu einem Special-Ausgang. What the fuck? Therapiesessel also. Niederfrequente Wellen lindern steife Glieder. Preis inklusive Versand und Nebenkosten. Jetzt bestellen. Ich glaube, ich habe gerade eine Therapie durchgelebt. Ich wurde offiziell therapiert. Yo, was seid ihr für krasse Boys? Boah! Schwarzritter. Kann ich den hochwerfen? Nee. Ich glaube, die sind zu schwer. Yeah! Zu viel Boys. Ist die Fee besser als Navi? Sie redet auf jeden Fall nicht so viel wie Navi. Sie redet eigentlich gar nicht. Hey, Poppy. Die können heilen. Die Schwanzlurche, Alter. Ich glaube, sogar gerade gebufft. Pirette! Oh, drei Angriffe. Level 7 sind die. Was für Level bin ich überhaupt? Ich bin Level 6. Oha, ich bin unter Level Chat. Navi kann ich heilen, also ja. Aber Navi hat doch bestimmt andere tolle Qualitäten. Hey Ace, was geht ab? Ist das dieses Devil May Cry? Ja. Oha, hier kommt jetzt ein Endboss. Doch nicht. Level up! Creepy, dankeschön! Für 16 Monate und hi! Chill jetzt, du kriegst deinen Boss noch. Hallo, ich spiele schon eine Stunde oder so und habe immer noch keinen Boss. Aber das ist wahrscheinlich, was Ricky meinte, ne?
Die ersten 2 Stunden sind sehr slow in dem Spiel. Ich sollte erst die Magier töten, by the way. Ich bin immer verwirrt. Wachtaste, linker... Ja, danke, dass sie mir das nochmal beibringen. Aber ich kann das schon. Ich bin immer verwirrt. Sterben die oder porten sie sich nur weg? Ich glaube, die porten sich immer weg, ne? Oder? Das ist die Sterbeanimation und Portanimation die gleiche? Oder können die sich gar nicht wegporten? Bitte! Jaha! So, das ist ein Bosskampf, Leute. Okay, doch nicht. Chill. Chill. Weil hier auch wieder gespinnt ist. Ist er gerade gejumpt? Okay. Die porten sich, aber wenn die sterben, greifen sie zum Himmel und machen Wuh oder so. Ah. Wuh, also. Beruhig dich, Boss kommt früh genug. Ja, eben nicht. Sonst wäre er ja schon da, wenn er früh genug gekommen wäre. Pirouetten-Battle. Magier irgendwo am Start? Yo! Da ist ein Drache in Bild. Okay, langsam steigt die Rate der nervigen Gegner an. Die fallen so schnell, ich kann keine coole Aerial-Kombo machen bei denen. Alter, bleib doch stehen! Bra! Danke. So. Noch der Kopf. Hä? Was war da irgendwas Weißes? Oh, man kann die ganze Zeit in der Luft bleiben. Solange der Gegner in der Luft ist, kann man, glaube ich, unendlich in der Luft bleiben. Oder? Sah das nur so aus? Nee. Vielleicht kann man das ja so, wenn man das richtig timet. Weil du kannst ja auch bei Symphony of the Night ging das, glaube ich, ne, auch, dass du so mit Hits so dich bouncen konntest. Und auch so über Fackeln bouncen konntest. Hallo Tomb Raider. Und hi, Brummi Kronwolf. Was geht ab? Vor dem Boss ist immer ein Savepunkt. Ich hatte schon 3-4 Save-Punkte und nirgendwo war ein Boss dahinter. Pirouette! Yo, chill. Chill doch mal. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Wenn meine Pixie stirbt, bin ich auch tot. Da schwöre dieses Weiße. Autsch, autsch. Hm.
Blasphemous war es am nervigsten. Ja, mit Blasphemous war alles nervig, was mit Springen zu tun hatte. Ist das ein Castlevania-Spiel? Ja, es heißt sogar Castlevania. Gibt auch im Bloodstained, ja. Ist ja auch ein Igarashi-Spiel. Also das ist ja auch von Igarashi, oder? Von Koji? Ich meine schon. Das sind die nervigsten Gegner, Alter, das gibt's doch nicht. Nicht, dass sie so viele aushalten, nee. Diese ganze Zeit rumgehüpfe von denen. Wer seid ihr, hä? Hector? Oder was? Nur ich darf so rumhüpfen. Alter. In Hollow Knight, by the way, auch. Da kann man auch immer bouncen mit Schlägen. Da haben die es sogar auf ein anderes Level gebracht. Der ganze fucking Jump'n'Run-Parcours. Yo, ciao, Catbus-Driver. Oha. Oha. Wehe, da oben ist kein Bosskampf. Wehe, da oben ist kein Bosskampf. Wehe. Ist das so ein Roguelike Dungeon Game oder was? Nee, ist ein ganz normales Action Adventure. Das PS2. Oder kam der auch? Es gab auf jeden Fall irgendeinen PlayStation Store. Aber ich glaube, das war der Vorgänger. Dieses Lemnant. Darkness of Lemnant. Innocence of Lemnant. Oder so? Gab es, glaube ich, im PlayStation Network. Oder gab es das im PlayStation? Nee, ich habe ja geguckt, das gab es nicht. Sonst hätte ich ja die aktuelle Version gespielt. Lemnant of Innocence, genau. Das gibt's, glaube ich, im PlayStation Store. Limonade of Innocence. Hey, Najala, was geht ab? So, Bosskampf, Leute. Endlich, oder? Weil bevor wir in den Bosskampf gehen, kann ich was Neues kombinieren. Ich kann eine neue Kopfbedeckung kombinieren. Oha, let's go. Yeah! Korinthischer Helm. Okay. Hä? Moment, die Kopfbedeckung gehen kaputt? Oder wo ist mein Helm hin? Können die kaputt gehen? Ich habe da so einen Lederhelm gecraftet. Der ist komplett weg. Bist du Alucard? Nee, das ist Hector. Ein Teufelsschmied. Ach so, ich habe gerade gecraftet mit dem alten Helm. Ah, okay. Alter. Steampunk oder was? Ich glaube, der hat eine Schwäche in der Mitte, oder? Oder ist es einfach nur anvisiert? Bo 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 b
muss gar nicht hochspringen. Pirouette! Hä, was? Wieso kam nachher noch ein Hit? Obwohl ich gedodged bin. Alter, die Kamera kommt überhaupt nicht. Oh jo, der Kopf! Okay! Das ist ein sicker Gegner. Ouchi. Der Scheißkopf. Got him! Man kann anvisieren. Piu, 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 piu. Okay, Phase 2, Leute. Jetzt hat er einen richtig geilen Robo-Tentakelarm. Gute zweite Phase, er greift ja kaum an. Wilde zweite Phase. Kann ich ihn jetzt beschwören? So ein Eisengolem, der hinter mir herläuft? Und nichts macht, weil er viel zu langsam ist? Neuer Stuhl. Oh, was ist das denn hier? Portal? Ah, okay. Fahrstuhl. Stuhl, Leute. Ah, wir haben jetzt Schloss mit ein bisschen Grün. Variety. Bolgetberge! Bruh. Ein Golem! Nein, das ist Pokémon, Leute! Girock! Sieht der Scheiß aus. Unschuldsteufel Magmart. Oha. Wer will Magma sein, Leute? Wer ist so feurig leidenschaftlich wie Magma von euch, Chat? Bitte gib einen Namen. Ich bin lost. Johann. Oder soll ich Johann? Ja, machen wir Johannes. Das E ist groß, okay. Eigenschaften des Kampf-UT. Kampf-UT sind überaus stark und Meister im körperlichen Kampf. Wie der Name schon sagt, sind sie am effektivsten im Kampf. Ja, gefällt mir. Unschuldsteufel vom Kampftyp besitzen einen weiteren KI-Modus. Neben Auto- und Befehlsmodus können diese UT auch Blocken einnehmen. Ist der Blockmodus gewählt, nimmt der UT eine Verteidigungshaltung ein und pariert alle Angriffe. In diesem Modus wird ein glänzender Kreis Blockierung um den UT herum angezeigt. Im Blockring werden alle feindlichen Angriffe pariert. Wenn Hector im Blockring steht, ist er ebenfalls ein Ziel. Ebenfalls eine Zeit lang vor feindlichen Angriffen geschützt. Wenn der Blockring angegriffen wird, verringert sich sein Durchmesser. In Ruhephasen wird er wieder größer. Okay. Kette!
Wenn Hector bestimmte Kombos ausführt, wird das Wort Käthe angezeigt. Drücke dann die Angriff- oder Endangriffs... Ah, okay. Es ist die Endangriffstaste, also Kreis. Wenn du schnell genug bist, warpt der Utefo Hector und führt einen gemeinsamen Angriff durch. Das ist ein Kettenangriff. Mit dem Kettenangriff erleiden Feinde zusätzlichen Schaden. Einige Kettenangriffe wirken sich noch besonders... Oh. Alter. Come on, bruh. Das ist ein sicker Boy. Wie war dein Tag so? Recht unspektakulär. Er gibt schon. Er gibt schon aufs Maul. Alter, der Typ. Kette! Er hat sich geportet. Du kannst jetzt der Fee... bei der Fee bleiben und weiter Kristalle sammeln, bis sie sich entwickelt. Oder wenn du wieder eine andere Waffe spielen willst, wechsel den Teufel. Hä? Kann ich nicht für beide Teufel jetzt einfach gelbe Steine sammeln? Lizard! Oh. Pechschwarz. Das ist ein nicer Song. Hey, Sandy, was geht ab? Ich wollte anvisieren probieren. Ja, tatsächlich, mit R2 kann ich anvisieren. Er läuft sehr zielstrebig. Er hat Großes vor. Alter, wie easy ich die jetzt wegsnacke. Warte, bevor ich weitergehe. Moment, der hat auch einen Special-Angriff, ne? Gegen, der schreit. Alter. Klar kannst du für beide Steine sammeln, nur falls du eine andere Waffe craften und verwenden willst, dann ist es halt klug, die zum Leveln zu benutzen. Ich kann ja mal schauen, ob ich jetzt mit Pechschwarz eine neue Waffe machen kann. Alter, das ist der aus Beyond Good and Evil. Ich kann einen neuen Speer machen. Wir können Speer mal spielen, Leute. Pechschwarz? Oder ich kann ein neues Schwert machen. Ist auch pechschwarz und Dingens, okay. Ja, lass mal. Oh, hier. Auch eine neue Rüstung, Leute. Ja. Lass mal Speer probieren, Leute. Was hat. Okay. Wir machen auch mal das neue Schwert. Okay, 20 Damage. Breitschwert. Jo, ist das lang. Das ist der Wave Clearer. Aber wieso nur 8 Damage? Nur 10 Damage, obwohl er so langsam ist. Okay, ich glaube, die Gegner kommen hier unendlich. Nice. Und die andere? Moment. Warte. Ein Schlag, Endangriff, kommt das. Zwei Schläge, Endangriff, kommt das hier. Das ist Speedrun-Strat? Ich glaube nicht. Die zwei Schläge sind noch viel zu langsam. Eins, zwei, drei. Da kommt nichts mehr. Eins, zwei, drei. Kommt nichts mehr. Okay, er hat nur zwei coole Angriffe. Okay.
Machst du eigentlich irgendwann mal die YouTube-Videos auf deinem Kanal oder ist der tot auf YouTube? Der ist momentan toter als tot, wenn du vielleicht es noch nicht bemerkt hast. Breitschwert ist auch neu. Lass mal das kurz anschauen. Jo, das ist wirklich breit. Ja, das ist halt die Standard-Schwert-Kombo. Oh, scheiße. Das ist halt kein neues Moveset, ne? Oh, doch. Das ist neu. Ja, das ist neu. Ja, machen wir mal Schwert, Leute. Speer ist irgendwie viel zu langsam. Wir wollen ja heute noch was erreichen. Vor allem, wir verstehen nicht, wieso Speer so schwach ist. Obwohl es halt so langsam ist, ne? Ja, einfach Damage des Todes, Alter. Kette! Kette! Keine Zeit für Kette! Speer wird noch gut. Ja, ich hoffe. Ich meine, ich hätte ihn jetzt auch genommen, hätte er höheren Damage gehabt. Aber 10 Angriff? Bei so einer Geschwindigkeit? Love Interest? That's impossible. She can't be alive. Das ist Rosary wahrscheinlich. Oh. May I be of service? No. Isaac hat Rosary neu beschworen. My name is Hector. What are you doing in a place like this? I could ask you the same question, sir. I am searching for someone. A man bearing the same crest I'm wearing. And this man, is he your enemy or your friend? You sound as if you know him. Yes, quite so. Now answer me. Be he your friend or foe? He is my most bitter enemy. Der kommt wohl mit der Katze nicht klar. Also generell mit den Katzen nicht. In that case, I shall help you. Pardon me, m'lady, but by what reason would you offer me this boon? Indeed, by what reason should I trust it? Your enemy is my enemy. That is reason enough. If you are a Devil Forge master, you shall need a place to keep your little friend safe. Rest assured, you have no reason to refuse my help. You seem quite knowledgeable. Who are you exactly? A witch. I escaped from the Western lands where we were hunted like vermin. I have the power to envision the future. How interesting. And your name? Julia. My house is further on. Sie sieht auch so richtig aus wie eine Julia. That may be of use to you. Farewell, for now. Hätte ich raten müssen, wie sie heißt, hätte ich auch Julia gesagt. Und wenn ich meine Augen zumache und eine Julia denke, dann sieht sie so aus. Julia. She is the very image of Rosalie. Sie hat bestimmt ein Pferd. Ich glaube auch. Ja, let's go. Isaac hat sie neu beschworen. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist, aber in der Netflix-Serie. In der Netflix-Serie haben die. Magisches Ticket. Oh, Julias Laden. In der Netflix-Serie haben sie. Monster erschaffen, indem sie tote Menschen und Tiere beschworen haben. Und dann diese in Monster verwandelt hatten. Vielleicht ist sie auch so eine. Yo, ciao, Tomb Raider. Speere sind meist schwächer, aber eigentlich schneller. Ja, hier ist es irgendwie nicht so. Aber ich kenne auch Speere, eigentlich sind die schnell und nice für Wave Clears, also große Wellen an Gegnern zu töten, aber dafür halt weniger Schaden, weil sie halt groß und schnell sind. Aber hier ist einfach nur groß. Okay, was können wir so sickes hier shoppen, Leute?
Karte der Baljeet-Berge. Baljeet. Baljeet. Oh. Junge, leg doch die Hände richtig drauf. Und die Füße, wieso sind... Das beruhigende Schaukeln lässt einen schnell einschlafen. Etwas zu beruhigend, wie ich finde. Ich find's cool, wie Hector immer diesen Zombie-Dogo bei sich hatte. Du bist cool, Draghi. Okay, Julia, verkauf mir was. Welcome! Welcome! What can I do for you? What do you need? Trank, Stärke-Trank, Serum, Gegenfluch, magisches Ticket, Gedenk, Todespuppe. Diese Puppe zerfällt und stirbt an deiner Stadt, wenn du keine... Oh, 3000, Schnapper. Kurzschwert, Garno, Dung! Ein langer, dünner, zweikleiniger Speer. Ach, klingiger. Mein Gott. Der Griff ist mit metallischem Tuch umwirkt. Okay. Schlagring haben wir schon. Lederkappe haben wir. Okay. Der ist auf jeden Fall neu. Aber ich bin fast kurz davor, ihn zu kaufen. Moment, ich könnte was verkaufen. Und dann könnte ich ihn kaufen. Axt. Ja, verkaufen die Axt und den Speer, Leute. Reis aus dem fernen Osten, gekocht und dampfend. Trank kostet so viel? Teufelsschmieden? Hä? Keine Schmieden ohne Teufelsscherbe. Oh, ich brauche Teufelsscherben. Ich kann sie auch lagern. Das heißt, ich kann nur eine bestimmte Anzahl dabei haben. Please come again. Okay, dann gucken wir uns doch mal das Speer an, Leute. Ich kann noch was Neues kombinieren. Moment, kann ich jetzt Dung selber herstellen? Ist das auch ein Dung? Es ist auch ein Dung. Verlustgeschäft. Wow, 75. Verlustgeschäft. So. Also, der Speer hat jetzt ein bisschen mehr Damage. Hä? Hä? Wo ist es hin? Hä? Ich habe doch jetzt zwei gehabt. Einen gekauft, einen hergestellt. Glad you're back. What can I do for you? What do you need? Will that be all? Do your best. Du hast deinen eigenen... Aber ich habe doch einen gekauft. Einen gekauft und einen gecraftet. Hä? Ich habe beide Speere gekauft, weil ich... Hä? Okay. Kann ich jetzt nicht machen, weil mir Aluminium fehlt. Ich konnte da ja nicht sehen, wie es einstellen. 1, 2 oder so. Ich konnte einfach X, X und dann war es weg. Verlustgeschäft! Ja, hey, Escape, was geht ab? So. Okay, er hat auch nur zwei Moves. Oha, seit wann bist du Tier 3, Smelly? Doppelklingig? Stimmt. Hat gar keine Doppelklinge. Seit heute... Oh, hab ich gar nicht gesehen. Also ich habe deinen Sub heute gesehen, aber nicht gemerkt, dass du auf Tier 3 geupgradet hast. Okay.
Vielen Dank, Mann. Du Süßer. Let's go! Weiter geht's! Wir bleiben beim Schwert. Stehlen! Magisches Ticket gestohlen! Du kannst feine Objekte stehlen, wenn der Zielcursor auf einem feindlichen Lila angezeigt wird. Kannst du mit der And-Angriffstaste versuchen, ein Objekt zu stehlen. Timing und gestohlenes Objekt sind je nach Feind. Okay. Hey, wir werden halt ihn. Irgendwo ist hier ein Magier. Oder konnten die sich schon immer selber heilen? Ist das gar kein... Doch, da ist ein Magier. Du kleiner Pisser, du. Du dachtest, ich bemerk dich nicht. Ja, da lagst du richtig. Ich hab dich nicht bemerkt. Stehlen kann ich nur, wenn ich anvisiere. Okay. Gib mir all dein Geld. Gib mir dein scheiß Milchgeld. Ja, da! Ich konnte gerade stehen. Da! Hab ich gestohlen? Da! Stehlen! Hab ich gestohlen? Ich bin ein diebischer Dieb. Ich bin jetzt reich. Baba! Baba! Oh, $5! Auf einmal. Ich habe bisher immer nur einen bekommen. Was ist das für eine fette Kanone? Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner. Item? Aluminium? Aluminium. Hi. Er hat sich ja selbst angegriffen. Da ist ja noch einer. Let's go! Wo soll ich das Tor angreifen? Okay, der ist schon kaputt. Ist das Resident Evil 4? Ja. Warte, wo ist das Wasser? Hier gibt's kein Wasser. Doch, da hinten ist Wasser. Vielleicht kommt da ein Dino raus. Ich glaube, ich werde gerade geschlagen, oder? Okay, er kümmert sich schon drum. Oh, die sind schon weg. Wenig Leben. Oh, okay. Oh, wie stark ich mittlerweile bin, ne? Vor allem da mit dem sicken Golem noch. Einfach OP. Ja, irgendjemand im Chat meinte, dass du unbedingt Pixie Pippi sein wolltest, niemals. Hätte ich die ignorieren sollen vorhin, Johannes, mit den 5 Damage? Bei vielen konnte ich ja gar nicht weiterlaufen. Oh nein, try again. Ich bin irgendjemand.
Aber nur weil du gesagt hast, dass du siehst, wie stark du geworden bist. Also, ja, das ist die Progression, die das Spiel dir zeigt, damit du merkst, ja, du bist schon um einiges stärker gewesen. Guck mal, hier die Gegner, die du vor einer halben Stunde bekämpft hast, die schmelzen jetzt, damit du dich OP fühlst. Irgendjemand, sondern entweder Clashy oder ich, je nach Kontext. Wow! Okay, jetzt, Leute, jetzt kommt die Rache. Alter, habt ihr den Damage gesehen? Ich habe gegen diese Viecher 3 Stunden lang gekämpft. Und jetzt 4, 5 Schläge. Dead. Einfach OP. Level up! Aber macht echt Spaß, das Spiel. Es ist sehr eintönig, muss man sagen. Aber es macht trotzdem Spaß. Mit der Banger-Mucke. Es ist Drakengard nur ohne Dialoge. Ja, nur dass Drakengard sich steuert wie Arsch. Und das steuert sich eigentlich ganz gut. Security Breach kommt am 16. Ist das das Game, wo man richtig rumlaufen konnte? Oder war es dieses typische Sitzen und Kamera drehen? Das, wo du laufen konntest. Ja, wenn das kommt, ich mache ja sowieso immer, freitags ist immer mein Horrortag. Also egal, ob Adventskalender oder nicht. Und da spiele ich ja oft die aktuellsten Horrorspiele. Und ich denke mal, der Freitag, der nach dem 16. kommt, da könnte man das Spiel mal spielen. Oha, rote Skelette. Okay, die zerfallen. Ganz wild. Und dann werden die wieder ganz. Können die überhaupt sterben? Bruh. Ich brauche, glaube ich, Weihwasser oder so. Ich glaube, die können nicht sterben. Na, ich brauch wahrscheinlich irgendwie ein Item, ne? Ich hatte noch einen anderen Weg. Geh, wo das sind, kannst du noch nicht lang, okay. Alten RPG-Horrorker-Klassik wie Ip, Mad Father, sagt mir gerade nichts. Ich bin generell im Horror-Genre nicht so lange drin. Deshalb gibt's ja bei mir jeden Freitag Horrorspiele. Weil ich in dieses Genre eigentlich mehr einsteigen wollte. Deshalb hier. Bin ich da nicht so tief in den alten Klassikern drin. Hab ein paar Klassiker nachgeholt an den Freitagen, aber halt. Die Liste ist halt riesig. Aber, by the way, Horrorspiele. Martha is Dead hat jetzt ein Release bekommen. Release-Datum. Kommt Februar. Ein Tag vor Elden Ring.
Das Horrorspiel, wo man mit einer Rasierklinge jemanden das Gesicht abziehen muss. Und try again, dankeschön. Mermaid Swamp, The Witch's House. Okay, sagt mir gerade auch gar nichts. Was ist aus der süßen kleinen Fee geworden? Ja, ich habe einen neuen bekommen. Einen neuen Unruhestifter. Ne, warte, wie heißt die nochmal? UT, nicht Unruhestifter. Unschuldsteufel. Ich habe einen neuen Unschuldsteufel bekommen. Echt? Ich muss jetzt immer bei den Kisten? Immer switchen? Das ist ja ein weirdes Konzept. Ja, zum Glück gibt es nicht so viele Kisten. Auf dieser Karte kannst du den Stammbaum erschaffener und herangezogener UT verfolgen. Auch die künftige Entwicklung eines Unschuldsteufels wird hier dargestellt. Wo ist das genau? Hier oder was? Ah, hier, Karte. By the way, yo, ich bin unter anderem so stark wegen dem Unschuldsteufel, Leute. Der gibt mir einfach 12 Stärke. Uff. Also, ich habe ohne ihn habe ich 5 Stärke. What the fuck? Oder nee, habe ich 17 plus 12, also 29. Wahrscheinlich eher so, ne? Aber wir können es ja mal kurz testen. Ja, okay, ich habe 17 standardmäßig. Okay, da macht er mir fast doppelt so viel. Angriff. Stärke. Aha. Ich kann 2 verschiedene Wege bei ihm gehen. Okay. Bei ihr auch 2 verschiedene Wege. Man braucht nur 40. Sie hat schon locker mehr als 40. Aber wir können wahrscheinlich noch nicht entwickeln, weil ich die Fähigkeit noch nicht gelernt habe. Und wie viel hat sie? Kann ich sie nicht hier einsehen? Öffnen? Heilen? Ich muss sie beschwören, glaube ich. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ah, hier. Nee, doch nicht. Ich habe erst 28 mit ihr. Okay. Wie viel Rote habe ich mit ihm? Wieso wird er mir nicht mehr angezeigt? Ich habe kein neues Schwert machen, Leute. Auch ein Kurzschwert. Crafting! Yeah! 10 Angriff! Ein Flore. Kann man es mal gleich kurz angucken. Okay. On guard. Wie konnte ich hier nochmal kurz sehen? Wo war da mal das Fenster? Mit meinem Teufel. Hier ist was ausgestellt. Ich kann Fähigkeiten ausstellen, okay. Hä? War das nicht immer hier bei Beschwören?
Nee, Moment, nach rechts drücken. Ah, ich bin lost. 21 auf Rot hat er. Okay. Hast du heute Geburtstag, Try Again? Und hey, Yami. Geiles Hähnchen. Yeah, ich brauche 40 Edelsteine. Und der hat 21. Entwickeln sie sich dann von alleine? Oder muss ich dann zu Julia oder so? Oh, mal Elias der Chillige will einen trinken mit mir. Von alleine, okay. Also ich könnte theoretisch hier bei den Untoten die ganze Zeit Kristalle farmen. Die sind super schnell tot, kaum unendlich. Aber das wäre ja langweilig. Ba, ba, bu, bara! Fucking Hütchen schon wieder am Start. Oh, okay, was macht er da? Ich bin ein Stein. Achso, ich kann spammen. Okay. Die Cockatrice. Cockatrice, oder wie die ausgesprochen werden. Sind doch so Fabelwesen, ne? Die so aussehen wie riesige Hühnchen. Oh nein, ich wollte nicht rein. Und einen versteinern können mit ihrem Blick. Cockatrice. Cockatrice. Cockatrician. Cock auf jeden Fall. Ganz wichtige Information. Ich finde doof, dass bei manchen Türen man einfach so reingehen kann, ohne die Taste zu drücken. Weil die meisten Fackeln sind halt immer an der Tür. Und die hebe ich dann nicht, mache ich dann nicht kaputt, weil ich immer Angst habe, wie gerade eben, dass ich immer durch die Tür gehe aus Versehen. Super nervig. Beschwören. Pauline. Klering der Hitze, seine Magie schützt. Boah, ich habe ein neues Item, Leute. Das erste Zubehör-Item. Ja. Yeah. Cockatrice sind eigentlich an Basilisken angelehnt. Ja, aber das ist ja auch an sich ein Fabelwesen, oder? Das ist ja jetzt nicht Castlevania eigenes Ding. Das gibt es ja in vielen Werken. Ja, nochmal kurz wechseln. Wobei, wenn sie gerade da ist. Guckt euch sein Gesicht an, Leute. Und jetzt die Voiceline. Bauchredner. Deshalb hat er so viele Puppen, die er beschwören kann. Er ist eigentlich ein Puppenspieler. Wie lange spielst du die Adventskalenderspiele? 2-3 Stunden. Meistens so ungefähr. In dem Dreh. Um dem Dreh. In dem Dreh. Um den Dreh. Basilisken versteinern und schlüpfen aus Eiern von Hühnern, so sagt man. Und Cockatrice sind die Eltern von Basilisken. Wahrscheinlich diese Cockatrices. Cockatrices. Was ist das denn? Rosenkranz. Okay. Flashbang. Cockatrices. Wahrscheinlich ist das ja so, dass sie dann Menschen versteinern und durch das Versteinern
befruchten sie auch gleichzeitig den Menschen. Und nach einer bestimmten Zeit werden die entsteinert und schlüpfen ein Ei. Legen ein Ei. Ich laufe im Kreis, ne? Und try again, Mann. Vielen Dank für den Gifted Sack. Was ist das denn? Flammenelementare. Zum Glück habe ich einen Ring bekommen. Der tankt einiges weg. Zwei, drei Stunden für die Leute, die Guilty Gear sehen wollen, ist das zu wenig. Und für diejenigen, die es nicht sehen wollen, zu viel. Oh, ich kann speichern. Ich muss halt irgendwo einen Mittelweg finden, ne? Weil ich kann ja nicht. Ich kann die Spiele ja nicht durchspielen. Das ist ja viel zu viel. Und ich meine, wenn Guilty Gear cool ist und uns das allen Spaß macht, kann ich ja theoretisch Guilty Gear öfters machen. Clarkson! Hey, was geht ab, Mann? Arbeit ist stressig. Kuss. Ich hoffe, alles ist gut bei dir, Mann. Und Dankeschön. Am Ende in Guilty Gear einfach 2 Stunden die Story spielen. Nee, wir machen schon Action. Vor allem die Story in Guilty Gear ist doch einfach nur Cutscenes schauen, oder? Da kämpft man doch nicht mal, oder? Meint ihr da Paul nicht irgendwas? Man guckt einfach nur ein Anime? Bosskampf? Die Tür war rot. Mit einem Totenkopf-Symbol. Oh, Bosskampf. Oha, Ratalos. Schwanz ab, Schwanz ab, Schwanz ab. Er läuft ja wirklich wie Ratalos. Okay. Steck doch nicht den Kopf in den Sand, mein Freund. Der Schwanzangriff ist gefährlich. Das Problem ist, mein Unschuldsteufel wird sterben. Jo! Ich habe in den Kreis nicht mehr reingepasst. Bro, ich habe dir gesagt, du sollst nicht mehr blocken. Machen wir die falsche Kombo. Die will ich machen.
Aber ist echt ein sicker Wyvern. Sieht sehr nice aus. Echsen sind schon echt nice Lebewesen. Ach, scheiße. Mach mal die falsche Kombo, ey. Du bist schon echt nices Lebewesen. Also. Vor allem, wenn sie noch Menschen sind. Deshalb einfach Divinity spielen. Und sicke Echsenmenschen erleben. Okay, ich darf, sollte vielleicht nicht deshalb. Deswegen angreifen. Alter, wie ich drüber gehüpft bin mit dem Schwanz. Okay, er hat keine zweite Phase. War ein sicker Wyvern. Auf jeden Fall. Sehr cool. Es gibt alte Geschichten und Mythologien, wo Drachen tatsächlich mit so üblichen Echsenköpfen dargestellt werden oder sogar manchmal mit Pferdeköpfen. Pferdeköpfe? Und Yasuomon. Vor allem Yasuomon komplett ausgesprochen, Alter. Jetzt wird's ernst. Dankeschön für 34 Monate. Hi. Guckst du gerade über mobile Daten oder hast du mittlerweile Internet bekommen wieder? Oh Leute, guckt euch das oben in der Ecke an. Das ist, weil die Fee so wenig Leben gerade hat. Kommt halt am Schwitzen. Wie soll ich das denn alles regeln, Meister? Oh, okay, geil. So, aber wieso habe ich ihn jetzt bekämpft? War das einfach nur ein Zwischenboss? Also ein optionaler Boss oder was? Aus Prinzip habe ich ihn getötet. Ja. Ne, mobile Daten regeln, hab Twitch Pass, also wird nichts berechnet. Sowas gibt's. Also, dass du für Twitch keine mobilen Daten ausgibst? Telekom halt, okay. Das ist ja nett. Auch für YouTube? Den meisten Voice Crack habe ich gerade gehabt. YouTube? Jeder, der bei Telekom ist, verschenkt für Dezember 100 GB Datenvolumen. Ich habe vor kurzem einen Besuch bekommen von der Telekom, die so gesagt haben, yo, uns wurde gesagt, hier in der Gegend gibt es wohl öfters eine Störung. Und ich so, bruh, Störung? Was willst du von mir? Aber danach, was er dann gesagt hatte... Er hat nämlich gesagt, hey, wir schaffen hier in der Gegend bei dir die 50k-Leitung ab. Das heißt, du kriegst für denselben Preis die 100k-Leitung. In 2 Wochen kommt jemand und wird das ändern. Ich sag's euch, da wird niemand kommen, Leute. Die waren vor einem Jahr oder so, waren die hier und wollten sogar in meine Wohnung rein. Sind auch reingekommen. Wollten sich meinen Router anschauen. Ich habe den Router gezeigt und dann haben sie gesagt, boah, was ist das für ein altes Gerät, Bruder? Wir schicken neue zu. Das war vor einem Jahr. Ich habe keinen neuen bekommen. Neuer Charakter. I've been waiting for you, Hector. Devil Forge Master. How do you know me? Ah, das ist Dio. Saint Germain. I won't bandy words with you. This is Osiris. I have an urgent request. Please, refrain from pursuing Isaac any further. Bastard! So you're with Isaac! But that does not follow. Isaac wishes to fight me. For what purpose do you make this request?
This will not make sense to you, but to put it simply, I seek to maintain the flow of a greater will. This is pointless. Out of my way! Your beloved was killed on false allegations that she was a witch. I know how you feel, and I sympathize truly, but please look past Brett, your own... Brett! How do you know of these things? That... Hat er gerade Bitch auf Englisch genannt? I know far more than you imagine. But I cannot act upon that knowledge. That is my... arrangement. I may only observe. I have no choice but to excuse myself. Please, consider my request. The world hangs in the balance. Goodbye. Ach, Witch. Was that? Sind deine Ohren ausgelost? Wow, was für Lost. Bitch und Witch ist halt sehr nah beieinander. Und im Untertitel stand halt Schuft und nicht Hexer oder sowas. Ticket! Dieses Ticket brauchst du. Ja, so ein magisches Ticket. Dann teleportiert sich der Telekom-Mitarbeiter zu dir nach Hause. Mein PayPal meint, ich habe meinen Sub bezahlt. Den Gift-Sub bezahlt und dann noch irgendwo einen Euro an Twitch bezahlt. Hast du das übers Handy gemacht? Oder beim PC? Über PC, okay. Okay! Aus allen Löchern! Alter, wieder angerast kommen. Dead. Level 13, welches Level bin ich? Ich bin Level 9. Ich bin ja komplett unterlevelt. Noch 6 Kristalle, Leute. Dann entwickelt sich unser Boy. Erstmal magische Ticket organisieren gehen. Hähnchen. Hier ist der Shop wahrscheinlich, ne? Julia! Ne, keine Julia. Einfach nur 2 Wege, wie es aussieht. Okay, wahrscheinlich treffen die sich noch. Oh, neue Gegend. Milch! Okay. Hier sind die. Ah! Diese Flashbang immer. Die haben hinten auf dem Rücken ein Maul oder so. Der gute Flohmann. Yo, chillt, Jungs. Der gute antike Tetrapack. Chicken! Junge, der hat so Bock, ne? Der Typ hat so Bock. Und noch ein Kristall? Wir sind kurz davor, Leute. Wir haben gleich einen Gigamutant. Golem. Kristallmann. Alter. Bra, was ist das für Gegner? Ich visiere die mal an. Vielleicht funktioniert es besser. Dann dreht die Kamera komplett durch. Aber hey. Okay, die sind Level 7. Lass mal weitergehen.
Ich könnte theoretisch mal mit meinem Golem seinen Special-Angriff einsetzen, wenn die Flöhe in der Nähe sind. Das ist ja so ein Schrei. Ja, Golem, was macht er da? Der geht einfach von alleine in den Block. Johannes wird big. Chonky. Noch chonkiger. Ich hoffe, seine Füße werden noch größer. Weil die grenzen gerade schon an Kingdom Hearts Schuhen. Alter. Ich kann nicht interagieren. Oh. Da steht kein Stuhl davor, sonst hätte ich interagieren können, ne? 5 Kristalle noch. Mach auf! Markiermodus. Mit Markierungen findest du wichtige Orte auf der Karte wieder. Okay. Ich will dich spielen hören. Ja, ich würde auch mich gerne spielen hören. Aber es geht nicht. So, dann holen wir wieder unseren Johannes ran. Weirde Estus. Ich meine, ich habe auch Tränke, die könnte ich auch benutzen. Alter, der ist komplett ready. Sie kommen! Ach, kommt schon. Was für fucking ekelhafte Viecher. Selbstverliebt, ein bisschen Selbstliebe braucht man im Leben. Okay, sie sind sehr... Das sind wahrscheinlich 3 Wege, wie ich hier hätte hinkommen können, ja. Oder vielleicht auch nicht. I don't know. Shop! Oder Speicherpunkt. Ne, Speicherpunkt, ne? Das sage ich mir auch immer. Ja, das ist auch wichtig. Man muss sich ein bisschen selber lieben, ja? Ich meine, Selbsthass gehört auch dazu. Um ein bisschen Kritik an sich zu üben. Aber man braucht so ein Mittelmaß. Ein bisschen Selbstliebe, ein bisschen Selbsthass. Schaffen wir noch einen Bosskampf? Ich würde so gerne so gegen 19 Uhr gerne mit Celeste anfangen. Schicker Typ. Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Aber wir können auf jeden Fall noch den Golem verwandeln. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Wir werden gleich eine Entwicklung sehen. Ader des Ritters. Neues Item. Hier weg. Kann ich was Neues? Ne, kann ich immer noch nicht. Okay. Alter, sein Spin gerade. Dr. Google hat weitergeholfen. Der Euro dient nur als Bestätigung der Zahlungsfähigkeit des Paypals. Der Euro wird später wieder refunden. Achso, du hast gerade deinen Paypal-Account erst geöffnet, oder was? Oh! Johannes hat sich aus Magmat in Golem entwickelt. Okay. Oh, Big Boy. Vor diesem Kristall hätte ich Angst, Mann. Ich habe ihn zum ersten Mal mit Twitch verbunden, okay. Wusste ich gar nicht, dass da sowas kommt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass bei mir das sowas auch gab. Wahrscheinlich was Neueres? Oh, der ist blau. Der ist special. Alter! Wie er einfach reinjumpt.
Vor allem, das ist ja so ein Kettenangriff. Er portet sich einfach. Sonst könnte ich es kaputt machen. Er portet sich und macht direkt den Slam. Ey, wieso willst du seine Hand absägen, du Freak? So ein richtiger typischer Mensch, ey. Oh, da ist ein anderes Lebewesen, von dem ich profitieren könnte. Lass ihn töten. Und seine ganze Generation und Lebenslinie ausrotten. Nehmen wir diese Menschen. By the way. Jetzt braucht er entweder 90 von den Weißen, dann wird er zum King. Oder 70 von irgendwas Randomiges, was nicht weiß ist. Ich weiß nicht mal, was weiß ist. Ich habe die Waffe, glaube ich, noch gar nicht, ne? Moment. Ich wollte ganz kurz noch kurz gucken. Dieser Slam ist einfach nice. Wie boostet er mich jetzt eigentlich? Er boostet mich jetzt mit 13 Stärke. Kiste. Ah, er macht das schon alleine. Aber er hat keine neue Fähigkeit leider gelernt. Er hat immer noch den Aura-Stoß und mehr nicht. Oh, uralte Erinnerung. Achso, oh, das haben wir schon sehr oft bekommen. Das sah kurz aus wie ein Schild oder so. Diese komischen Blitzritter-Gegner, die sind ganz nice. Die droppen zwei Edelsteine auf einmal meistens. Wo ist er? Nee, Johannes ist nicht stärker als ich. Ich bin stärker. Genau. Paulinchen. Mach die Kiste auf. Die stacken jetzt aber nicht. Du musst trotzdem immer von einer Farbe 70 sammeln und nicht 30 rote und 40 grüne. Ja, yeah, das habe ich schon so verstanden auch. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass man stacken kann. Ich dachte schon, dass ich jetzt 70 nochmal neu sammeln muss. Ein Bärenstein-Artefakt für uralte Rituale. Daraus soll eine uralte Waffe gemacht sein. Okay, lass mal was craften, Leute. Eine neue Axt könnte ich auch. Kann ich nicht. Neuen Knöchel, Leute. Let's go. Bagan Kasri. Spezial hier. Kann ich noch gar nicht haben. So, dann können wir jetzt noch eine neue Kopfbedeckung machen. Und hier brauche ich uralte Erinnerung. Okay, kann ich noch nicht. So, dann ausrüsten. Neuen Helm. Galischer Helm. Dann die neuen Fäuste, Leute. Die sind um einiges schwächer. Aber jetzt könnte ich theoretisch nochmal auf Pauline wechseln. Und mit Pauline noch die letzten paar Kristalle sammeln, damit Pauline sich auch entwickelt. Weil wenn ich jetzt eher auf Fäuste wechsle, weil ich habe mit ihr hauptsächlich mit Fäusten gespielt, dann können wir die jetzt auch noch entwickeln. Ah, diese random Gegner brauche ich gar nicht zu bekämpfen. Können direkt weitergehen. Bei den ausgegrauten Fragezeichen im Crafting-Menü kannst du trotzdem gucken, was die Zutaten sind. Vielleicht sind das beispielsweise Waffen oder... Es steht da, dahinter steht aber in Klammern noch eins. Eins bedeutet, ich habe da gar kein Rezept, oder? Hab ich nicht.
Was kann ich schon wieder, was kann ich hier schon wieder Neues machen? Oder, ach so, Kleidung. Hier, jetzt kann ich das Ding machen, okay. Neue Rüstung, yeah. Lorica. Yeah. Und was sind dann so Spezialwaffen? Also sind das auch einfach Schwerter und Äxte und Fäuste oder so, nur halt, dass die irgendwie nochmal besonders sind? Oder sind das nochmal was komplett anderes? Irgendwie irgendwas Magisches, so ein Zauberstab oder sowas? Ach, die werden geheilt, lol. Ja, mit auf jeden Fall. Damit dauert es auf jeden Fall um einiges länger, die Gegner zu besiegen. Vor allem ohne Golem. Die ausgeraten Fragezeichen, nicht das Fragezeichen als Waffenart. Bruh. Ich meine hier in Klammern, dass da dahinter Null steht. Dass ich nichts habe. Oder was meinst du? Oder meinst du hier? Du meinst hier wahrscheinlich, ne? Ja, ja, das habe ich schon gecheckt. Wir es schon sehen. Ja, werde ich wahrscheinlich ja nicht. Das erfrage ich ja. Chill doch mal kurz. Okay, ich gehe weiter. Also Schwert und Golem war schon echt so sehr stark. Sie spielen so lange, bis du siehst. Alter, diese scheiß Schilde. Die kämpfen aber mit zwei Schaufeln. Ich glaube, er ist tot. Ja, zwei auf einmal. Heilung und speichern. Aber wenn du dir jetzt Kurzschwert craftest, dann kannst du bei der Axt das Ganon oder so craften. Damit kannst du dann... Ja, aber ich kann ja keine Fragezeichenwaffe machen. Das habe ich schon verstanden, dass ich bei den bei dem anderen Fragezeichen, bei Axt, theoretisch trotzdem craften kann. Und wenn es ausgegraut ist, dann heißt es, ich habe das Rezept bekommen, aber mir fehlen die Materialien und ich kann da drauf klicken und sehen, was für Materialien ich brauche. Dass zum Beispiel ich das auch craften kann, die Materialien. Aber mir ging es ja die ganze Zeit um die Fragezeichen-Waffen. Die Special-Waffen, so sagen wir mal so. Bleiben Sie stehen, Verbrecher! Wie viel braucht er noch? 7 Kristalle noch. Ich würde langsam gerne wechseln. Yo, Ifrit einfach. Ifrit tot. Dieser Heiler, Mann! Oh mein Gott! Sind die schrecklich. Bevor ich angreife, muss ich halt wirklich erstmal scouten und gucken, ob irgendwo ein Heiler in der Nähe ist. Alter! Und wenn es so weitergeht, werden wir Pauline auf Stufe 2 nicht mehr sehen. Wo ich gleich wieder auf Schwert und Golem wechsle. Vor allem, ich habe ja gerade irgendwie ein bestimmtes Item bekommen. Das sagt so, ja, damit kannst du irgendeine legendäre Waffe machen oder sowas. Und da dachte ich mir, vielleicht kriege ich jetzt ein Rezept, wo ich eine legendäre Waffe machen kann. Aber leider nicht.
Hat er wie viele Heiler hier am Start? Ist das Pula? Nee, das ist Pauline. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte, was wollte ich? Arbeitergehirn. Ach ja, Karte wollte ich kurz gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe gerade im Kreis. Nö, alles gut. Ja, wohl. Ich denke mal, hier wird es gleich hochgehen. Bleiben Sie stehen, Verbrecher! So, da kam ich her. Nee. Was wäre hier noch? Da ist noch irgendwie ein anderer Weg. Und hey, Paul, was geht ab? Du hast Arcane durch. Nice. Und wie fandest du es? Hey, ich bin immer noch vorbeigelaufen. Ja, du bist hier die kleine Fee. Du bist Pauline. Weil er aussieht wie ein Schmetterling. Ja, 5. Jo, was sind das denn für Viecher? Jo, okay, Jungs. Die wollen mich langsam wirklich töten, oder? Die machen keinen Spaß mehr. Ja, mit dem... Ich will unbedingt so schnell wie möglich entwickeln, damit ich wechseln kann. Damit mache ich halt so wenig Schaden gerade. Zwei Punkte Abzug wegen Imagine Dragons. We are the world. Ne, das war ein anderes Lied, ne? Ich habe das Intro vergessen. Ach, oh no, the misery. Everybody is your enemy. Oh Junge. Yo. Ach so, das ist die Ader des Ritters. Das Schwert ist die Waffe, nicht der Phantom selber. Ach, das heißt, der Gegner heißt auch Geisterschwert. Drei Kristalle noch, come on. Ich hab's immer übersprungen. Bei uns wurde dann irgendwann zu einem fucking Joke beim Schauen, das Lied. Wenn wir geschaut haben und dann irgendwas Krasses passiert ist und dann hat einer von uns aus Reflex "Oh no" gesagt, dann ging es direkt los. The misery! Everybody is my enemy! Das ist ein fucking Song, Alter. Bitte, bitte, gib mir gelbe Kristalle. Bitte, bitte. Ich will wieder Damage machen. Gib mir keine gelben Kristalle. Gib mir keine gelben Kristalle. Aber, Paul, jetzt wo du Arcane gesehen hast, hast du vorher League gespielt? Irgendwie Kontakt mit League gehabt? Oh, der Laser kommt.
kriege keine gelben Kristalle, ne? Ich krieg keine gelben Kristalle! Ja, ich habe halt wirklich Bad Luck. Ich habe gerade so viele gelben Kristalle hintereinander bekommen. Und jetzt kriege ich halt keinen einzigen mehr. Und da kommt jetzt ein Bosskampf. Ich muss Waffe wechseln. Aber gut, wir kriegen noch einen Bosskampf zum Abschluss. Sehr gut, Leute. Dann können wir mit einem Bosskampf abschließen. Ich gucke mir nochmal kurz die anderen Waffen an, die ich noch craften kann. Eine Runde habe ich mit meinem Kumpel gespielt. War voll mit Smurf und wurde instant in den Chat beleidigt, weil ich Trash bin. Sehr gut. So, okay. Hier brauche ich ein Kurzschwert. Und hier brauche ich... Okay, Zeremoniestab. Das hier ist eine seltene Waffe, Leute. Brauche ich noch irgendwo anders einen Zeremoniestab? Ich brauche einen Garno. Nee. Okay, wir können uns gleich ein legendäres Schwert machen, Leute. Ja, lass mal das zuerst machen, weil das gerade das Wichtigste ist. Ich brauche einen Garno und ein Kurzschwert, okay. Ich mache erstmal das Wichtigste. Nicht, dass mir dann am Ende gleich irgendwie Materialien fehlen. Für das Wichtigste. So, und dann hier. Hä? Ich brauche noch ein Kurzschwert? Habe ich nicht gerade eins gemacht? Oder brauchte ich für ein Garn? Ah, für ein Garn brauchte ich ein Kurzschwert. Okay. Ada! Ada, Ada! Sick. Okay. Dann gucken wir uns mal die anderen an. Hier brauche ich eine uralte Erinnerung. Hier brauche ich zwei Kurzschwerter und eine Ader. Okay, warte. Nochmal kurz die Äxte anschauen. Hier brauche ich eine uralte Erinnerung und ein Garno. Und hier brauche ich... Okay, ich kann nicht alle drei machen. Ich kann nicht alle Waffen machen. Ich muss mich dann gleich entscheiden. Also das kann ich auf jeden Fall machen. So. Wir können das hier machen. Oha, Zweihänder. Nice. Dann können wir von mir aus noch eine Axt machen. Ja, ich habe jetzt genug Schwerter eigentlich gemacht. Ich könnte hier das Schwert noch machen, aber dafür müsste ich eine uralte Erinnerung weggeben. Deshalb würde ich sagen, lassen wir das hier weg und machen lieber zwei Äxte. Ja. Oha, Pullover. Okay. Also das System hier mit dem Craften ist schon sehr cool. Ich mag das. I like. Ich mag. Was hab ich hier? Also das mit dem, dass man nach der Serie Lust bekommt auf League. Also ich habe keine Lust bekommen auf League, weil ich habe schon League gespielt und genug gespielt. Und ich weiß, dass ich definitiv keine Lust drauf habe. Aber... Tipsy ist verloren. Sie hat danach League installiert. Oha, Keule. So, ja, und das kann ich nicht mehr erstellen. Da fehlt mir eine uralte Erinnerung. Okay, dann testen wir mal aus. So, wir haben die Keule, Leute. Wie viel Damage hat die? Viel. Aber die Bulova ist OP, Mann. Das ist ja echt eine kleine Keule. Za, 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 za. Das ist die Basic-Kombo. Okay. Er ist halt wie Schwert. Er ist eigentlich wie ein Einhandschwert. Ja, er ist wie ein Einhandschwert. Ups. Bulova. Okay, das klingt interessant. Ja. Sick. Zack, zack. Okay. Eins, zwei. Oh, shit. Okay, das sind alle Kombos. Oh, das ist doch ganz nice.
sehr slow, aber halt sehr stark, ne? So, dann... Oh, da, 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 da. Dies ist ein kampftaugliches Zeremonieschwert. Es soll einem Besitzer heilige Kraft verleihen. Okay, ich bin gespannt, was das wird. Wo ist das Zweihandschwert? Ach da, Zweihänder. Ist sehr strong. Dieses Schwert durchschneidet die Luft in großem Bogen. Schwer und lang, nur für geübte Kämpfer. Ist gar nicht so viel schwächer als die große Axt. Yeah, Alter. Ada Wong, ja. Ha, 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 ha. Das ist die Basic-Combo. Jetzt. Bam. Okay. Wow. Oh, wie bei der Faust, der Windangriff. Eins, zwei, drei und... Wow, yo, chill, bruh. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das war's. Aber der ist nice. Boom. So, und jetzt Ada Wong, Leute. Wo ist Ada? Ja. Okay. Was für heilige Kräfte bekomme ich jetzt? Okay. Das war Basic Combo. Eins. Zwei. Eins, zwei, drei. Es ist einfach ein ganz normales Schwert. Eins, zwei, drei, vier. Oh, verkackt. Eins, zwei, drei, vier und... Ja, ist ganz genauso wie das andere Schwert. Aber... Was ist die heilige Kraft, die ich dadurch bekomme? Wo ist die heilige Kraft? Wem hast du denn gegiftet? Try again. Ich meine, den du gegiftet hast, ist, glaube ich, öfters hier, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber als du gegiftet hast, dachte ich mir, oh, was für ein Zufall. Irgendwie sowas dachte ich mir. Dass das nicht... Die heilige Kraft gibt dir plus 2 auf Erotik-Stat. Ah, okay. Ja, Bosskampf, Leute. Wait! That crest! Are you the Devil Forge Master? That whip? Could he be? Answer me! Are you the Devil Forge Master? I am. Then this is the hour of your death. Ist das Trevor? Ist auf jeden Fall ein Bellman, der hat eine Peitsche. Ist das Trevor? Trevor Bellman! Ich mach gar keinen Damage, Belmont! Okay, das ist ein... Das ist doch hier ein Dingenskampf, Leute. Scripted Kampf. Ich kann nicht gewinnen. Ha! Incinerate! Das war gar kein Feuer. Okay. Er denkt, ich bin Isaac wahrscheinlich. Ja, Mann. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes, auch wenn das ein scripted Kampf ist. Oder stimmt, es könnte so ein Kampf sein, dass man ihn nicht besiegen kann, sondern einen bestimmten Teil seines Lebens einfach nur wegmachen muss. Und dann sagt er, okay, reden wir doch lieber. Irgendwelche geheilt, Leute. Dann können wir wieder kämpfen. So. Okay. Ja, die Kette. Incinerate!
Alter, dieses scheiß Incinerate. Bri, auf zu blocken und kämpf! Kette! Scheiße! Scheiße! Okay. Break! On your oath, are you truly the Devil Forge Master? And if I am? For one that served under Dracula, you seem much too weak. It's been said that the Devil Forge Master's power rivals that of death. Ah, so you are hunting for Isaac as well, I see. As well? Moment, das ist Kaitos Stimme! Wait. I recall there was another Devil Forge Master. Also Hector. Hector ist Kaitos Stimme. But that was 3 years ago during the war. Aus Judgment. Could he have survived? It cannot be. Believe what you like, but answer me this. Das ist Kaito. Are you not Trevor Belmont, the one who defeated Lord Dracula? That I am, though I did not fight alone. There were many brave warriors beside me. And your name, sir? Hector. Hector. I shall remember that name. In welchem Spiel spielt man eigentlich Trevor Belmont? Heulen. Am besten sie kämpfen, wo du den Gegner komplett zerstört müsst und er bei den letzten 10 HP sagt, es reicht, ich habe dich nur getestet. Ja, Mann. Was hast du getestet, Junge? Ich hab dich gerade gelöscht. Okay, was passiert hier? Johannes erlernt brutale Gewalt. Okay. Das ist also die brutale Gewalt. Hätte ich jetzt mit Pixie hier reingelaufen, hätte Pixie wahrscheinlich eine neue Fähigkeit gelernt, ne? Oder kann ich das nochmal machen? Ne, es geht nur einmal, okay. Okay, dann gucken wir uns mal brutale Gewalt kurz bei einem Gegner an. Wie? Eine große Eisentür. Kein Mann kann sie bezwingen. Ja, brutale Gewalt. Ja! Oh, okay, brutale Gewalt ist seine Interaction-Fähigkeit. Die Vieh hat eine Interaction-Fähigkeit, da kann sie halt Kisten öffnen und seine ist halt Türen öffnen. Was ist das wieder für ein weirder Raum hier? Google sagt, man spielt ihn im dritten. Okay, also ein ganz alter, gammeliger Teil. Man spielt Trevor auch Mirror of Fate. Das Spiel wurde, by the way, auch von Mercury Steam gemacht, den Machern von Metroid Dread. Ah, oh, das ist ein Stuhl. Warp-Möglichkeit. Oh, okay. Ich kann jetzt wechseln zwischen den Gebieten. Ah, okay. Ach so. Ja, aber ich würde sagen, wir hören hier auf, Leute. Sehr sickes Game. Oh, hol, da steht ja Zelda einfach mit Flügeln. Zelda mit breiten Schultern und